ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. Einen solch fatalen Verkehrsunfall hat es in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns noch nicht gegeben. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Der Grund? Extrem starker Wind hatte Sand und Erde durch die Luft gewirbelt und die Sicht für viele Fahrer plötzlich auf fast null reduziert. Die Massenkarambolage dann ereignete sich auf der A19 Rostock-Berlin bei Kavelsdorf in der Nähe der Ausfahrt Rostock-Lage. Dutzende Fahrzeuge rasten ineinander, verkeilten sich, einige gingen in Flammen auf. Weitere Einzelheiten von Dana Zelk. Fast 13 Stunden nach der Massenkollision. Noch immer laufen die Bergungsarbeiten auf Hochtouren. Die ineinander verkeilten Wracks sind nur schwer zu trennen. Die Kriminalpolizei untersucht im Moment den Unfallort. Wir gehen davon aus, dass noch sich Tote in den Fahrzeugen befinden. Alle anderen Sachen habe ich im Moment keine Kenntnis darüber. Am Mittag fegt ein heftiger Sturm über die A19 bei Rostock. Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde wirbeln trockene Erde von einem frisch gepflügten Acker auf die Autobahn. Sichtweiten von plötzlich weniger als 10 Metern. Für einige Autofahrer eine tödliche Falle. Auf einmal kam eine schwarze Wand vom Sand und dann habe ich auch nichts mehr gesehen. Dann war ich schon entweder hinten raufgeschoben oder selbst raufgefahren auf ein Auto, das weiß ich nicht. Nach Angaben der Polizei waren 80 Fahrzeuge ineinander gerast, darunter ein LKW mit Chemikalien an Bord. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Brand aber nicht von diesem Fahrzeug aus. Zwischenzeitlich waren mehr als 250 Einsatzkräfte vor Ort. Derzeit arbeiten noch ca. 20 Feuerwehrleute an der Unfallstelle. Die Autobahn A19 wird wahrscheinlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt bleiben. Nur noch 5 Stunden Zeit bleiben, um in den USA den Staatsinfarkt zu verhindern. Denn wenn sich der Kongress in Washington nicht bis Mitternacht Ortszeit auf einen Haushalt für das bereits laufende Jahr einigt, dann geht der Regierung das Geld aus. Da müssten öffentliche Parks und Museen schließen, die Armee bekäme keinen Sold mehr, hunderttausende Beamte müssten in den Zwangsurlaub, Behörden und Postämter würden schließen. Gegen den Stillstand im öffentlichen Leben gingen auch Staatsbedienstete heute auf die Straße. Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus verlangt viel stärkere Einsparungen, als sie der von den Demokraten geführte Senat billigen will. Aber mittlerweile geht es kaum noch ums Geld, sondern um Prestige, Ideologie und um das Prinzip. Klaus Scherer, live in Washington. Gibt es denn auf den letzten Metern doch noch irgendeine Bewegung? Schwer zu sagen, es wird natürlich noch verhandelt und wir hatten die leise Hoffnung, dass sich tatsächlich noch was bewegt kurz vor Schluss. Es hieß, der Präsident würde sich noch zu Wort melden vor Mitternacht. Er hat ja nach seiner Dienstreise auch einen privaten Ausflug am Wochenende verschoben. Und es fiel auf, dass die Wortführer auf beiden Seiten, John Boehner auf Seiten der Republikaner und Harry Reid auf Seiten der Demokraten, etwas gemäßigter klangen. Die achteten darauf, dass sie sich nicht wechselseitig beschädigen. Nun heißt es möglicherweise doch noch 3 extra Tage, um weiter zu verhandeln. Es ist also offen. Aber welche Auswirkungen könnte das denn dann tatsächlich haben, wenn es scheitert? Naja, Sie sagten es, die Museen schließen beispielsweise. Das hat Auswirkungen auf den Tourismus. Die Müllabfuhr kommt in Washington nicht mehr, das ist nicht nett. Baugenehmigungen würden landesweit liegen bleiben, um auch das zu nennen. Das ist für ein Land, das gerade auf einen zarten Aufschwung hofft, als Wirtschaftsmacht in der Krise nicht gerade wünschenswert. Das letzte Mal hat es eine solche Situation vor 15 Jahren gegeben. Den Republikanern hat das damals geschadet gegen Präsident Clinton. Was erhoffen Sie sich denn diesmal von der Blockade? Die Republikaner wissen das. Newt Gingrich, einer der Präsidentschaftskandidaten, der gehandelt wird, war damals der Wortführer. Er ist abgestürzt danach. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, gerade bei den Republikanern ist jetzt eine Reihe neuer Abgeordneter mit viel Werbe ins Parlament gekommen, mit einer aggressiven Wählerschaft dahinter. Die sind anti-Tea Party, ich rede von der Tea Party, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sagen wir mal, die Regierung am besten ganz zu schließen. Da wird offen gefordert, beispielsweise das Bildungsministerium abzuschaffen oder Umweltschutzauflagen, die Gesundheitsreform sowieso. Das ist auch für John Boehner, der seinen Laden da auch zusammenhalten muss, nicht einfach. Und jetzt wird über aus Sicht der Tea Party verdeckte Kosten für Abtreibung diskutiert. Da ist man wieder in ganz alten Grabenkriegen. Möglicherweise muss da die Karre tatsächlich erst an die Wand fahren, bevor sich alle wieder die Augen reiben und sagen, nein, das war jetzt auch nicht so gut. Wir werden es weiter beobachten. Vielen Dank soweit für die aktuellen Informationen. Klaus Scherer live aus Washington.
Heute vor genau 40 Jahren fand in London ein bis dato einmaliges Treffen statt. Vertreter internationaler Roma-Verbände trafen sich zum ersten Welt-Roma-Kongress. Es ging um gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Flagge, sogar um eine offizielle eigene Bezeichnung. Die wurde gefunden, dann nämlich Roma für alle. Seitdem gilt der 8. April als internationaler Roma-Tag, der an die jahrhundertelange Verfolgung, Ausgrenzung und auch die Vernichtung erinnern soll. Aus diesem Anlass stellen wir Ihnen heute zwei Roma vor, deren Ausgrenzung jetzt ein Ende hat. Sie durften vor wenigen Tagen wieder zurück nach Deutschland reisen. Die Zeit des Bangens, sie ist nun vorbei. Afdil Tahiri und sein Vater Isemt sind zurück in Deutschland. In Sicherheit, nach 3 Monaten im Elend eines Roma-Lagers in Südserbien. Ich lebe in Deutschland. Ohne Deutschland keine Leben. Rückblick. Vor 12 Jahren floh Isemt Tahiri mit seiner Ehefrau Borka und Sohn Afdil während des Kosovo-Kriegs nach Deutschland. Als Roma wurden sie im Kosovo verfolgt. In Mayen bei Koblenz kommen sie unter, werden geduldet. Obwohl ein Facharzt Borka Tahiri eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert und sie für nicht reisefähig hält, droht der Familie ständig die Abschiebung. Im Dezember passiert es. Beamte holen die Familie früh am Morgen ab, schicken sie zurück ins Kosovo, wo Roma noch immer diskriminiert werden. Deshalb müssen die Tahiris weiter fliehen, landen schließlich bei Verwandten in Südserbien in einem Roma-Lager in bitterer Armut. 4 Wochen nach der Abschiebung bekommt Mutter Borka Tahiri eine Hirnblutung und stirbt. Für die Familie steht fest, dass ihr Tod eine Folge der bereits bekannten Erkrankung war. Hätten sie uns nicht abgeschoben, wäre meine Mutter jetzt eigentlich noch am Leben. Nach Fernsehberichten über den tragischen Tod der Mutter hat das rheinland-pfälzische Innenministerium den Fall überprüft, gab schließlich grünes Licht für eine Rückkehr nach Deutschland. Denn Vater und Sohn gelten nach dem Tod von Borka Tahiri als Härtefall. Nun müssen sie ohne Ehefrau und Mutter wieder von vorne anfangen. Als erstes will ich, glaube ich, nächste Woche oder diese Woche schon wieder in die Schule gehen und mich wieder anmelden. Und dann meinen Abschluss machen, ja, dann sehen wir mal weiter. Die Geschichte der Familie Tahiri, sie ist nur ein tragisches Beispiel für die schwierige Situation der Roma, auch hier in Deutschland. Im UN-Sicherheitsrat hatte sich Deutschland enthalten, als es um einen Militäreinsatz in Libyen ging, mit der Begründung, man wolle keine deutschen Soldaten in den Einsatz dorthin schicken. Jetzt könnte aber genau das passieren, denn die Europäische Union hat einen Militäreinsatz beschlossen zur Unterstützung humanitärer Hilfe. Für den Fall, dass die Vereinten Nationen das anfragen. Und dann wären deutsche Soldaten doch in Libyen mit dabei. Was heute schon für reichlich Wortgefechte im Bundestag sorgte. Kein Wort des deutschen Außenministers im Bundestag zu einem möglichen Einsatz der Bundeswehr in Libyen. Die Opposition hingegen nutzte die Debatte zur Abrüstung und warf Westerwelle einen Zickzackkurs in der Außenpolitik vor. Auf jeden Fall haben sie gesagt, deutsche Soldaten werden an diesem Krieg nicht beteiligt. Aber nun schicken sie deutsche Soldaten hin, und zwar bewaffnete deutsche Soldaten hin. Das ist wirklich ein Widerspruch in sich und nicht akzeptabel. Man hat das Gefühl, ihnen fehlt der Kompass und sie werfen eine Münze, je nachdem, an welchem Einsatz man sich jetzt hier beteiligt und nicht. Und es gibt kein Wertefundament, keine Begründung und keine einheitliche Linie. Einen humanitären Einsatz will die Bundesregierung mit deutschen Soldaten unterstützen, sofern die Vereinten Nationen offiziell anfragen. Die Bundeswehr könnte dann Transporte von Flüchtlingen absichern und die Zivilbevölkerung medizinisch versorgen. Dafür müssten deutsche Soldaten womöglich auch libyschen Boden betreten. Ein Einsatz mit vielen Risiken, vor allem wenn die Lage so unübersichtlich bleibt wie jetzt. Ich hoffe, dass deutsche Soldaten nicht in Kampfhandlungen gezogen werden. Das ist ja auch nicht das Ziel dieser Mission, sondern das Ziel ist, den Menschen zu helfen. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Dabei hatte der Außenminister bei der Enthaltung im UN-Sicherheitsrat ausdrücklich betont, dass sich deutsche Soldaten nicht an Kampfhandlungen beteiligen. Doch selbst wenn es jetzt dazu kommen sollte, wäre das für die Regierungsparteien kein Widerspruch. Denn jetzt gehe es um humanitäre Hilfen. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz als der Ansatz des militärischen Kampfeinsatzes. Und deswegen gibt es da auch keine Kehrtwende. Dennoch, für einen solchen Einsatz ist ein neues Mandat unumgänglich. Trotz aller Vorbehalte gegen die Libyen-Politik der Bundesregierung signalisierten SPD und Grüne dafür ihre Zustimmung.
Der Bundestag debattierte heute auch ein anderes Ereignis, das sich in wenigen Tagen zum 25. Mal jährt und durch die nukleare Katastrophe von Fukushima wieder traurige Aktualität gewinnt. Der Super-GAU von Tschernobyl. Damals mussten Tausende sogenannter Liquidatoren, nur spärlich geschützt, die radioaktive Hölle löschen. Wie geht es diesen Helden von damals, so sie überhaupt noch leben, heute? Was ist aus ihnen geworden? Unser Reporter Jürgen Kreller ist nach Tschernobyl an die Reaktorruine gereist und hat einige von ihnen getroffen. Tschernobyl 1986, Block 4 ist explodiert. Tschernobyl 2011, zwei Helfer von damals vor dem Sarkophag. Mykolai Bossoy und seine Leute sollten den Brand des Reaktors stoppen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren ist er wieder hier. Mir tut das Herz jetzt sehr weh. Wenn ich an diesem Platz stehe und mich erinnere, wie schwer es war, diese Havarie einzudämmen, das Feuer zu löschen, dann weiß ich nicht, wo meine Soldaten die Kraft dazu hergenommen haben. Die Kraft, das zu tun, was notwendig war, dringend notwendig im Interesse der ganzen Welt. Bossoys Soldaten mussten die Hubschrauber beladen. 5000 Tonnen Blei, Kies und Sand wurden über dem Reaktor abgeworfen. Ungefähr 300 Meter von hier haben wir drei Landeplätze eingerichtet und dann sind die Hubschrauber losgeflogen. Aus der Luft konnte man den Reaktor da hinten sehr gut sehen. Bossoys Leute mussten sogar hier übernachten. Sie haben ihr Leben eingesetzt wie die Männer auf dem Dach. Etwa eine Minute nur dürfen sie dort bleiben und bekommen doch mehr Strahlen ab, als ein Mensch in einem ganzen Leben aushält. Bossoy kämpft mit seinen Soldaten immer noch um eine Entschädigung. Sie kriegen nur eine kleine Behindertenrente. Fast alle haben schwere Krankheiten. Im Dezember ist wieder einer von ihnen gestorben. Wenn du siehst, dass deine Freunde gehen, fragst du dich, ob du nicht der Nächste sein wirst. Ich sehe meine Kinder groß werden und weiß nicht, ob ich meine Enkelkinder noch erleben werde. Und ich habe doch noch so viele Pläne, die ich vielleicht nicht mehr verwirklichen kann. Wir sind in einem Wettlauf mit dem Tod. Für mich ist das ein schreckliches Gefühl, weil ich sehr oft die Grabrede halten muss, wenn einer meiner Soldaten beerdigt wird. Neben mir stehen dann Eltern, die gerade ihren Sohn verloren haben. Die Liquidatoren von Tschernobyl, 353 Mann zählte die Einheit von Mykola Bossoy damals. Zu ihrem letzten Treffen kamen gerade noch 84. Und von Tschernobyl nach Japan. Bei einem schweren Nachbeben am Donnerstag ist ein weiteres Atomkraftwerk beschädigt worden. Mehr dazu in den Nachrichten heute mit Michael Pavletz. Im Kernkraftwerk Onagawa schwappte durch das Beben leicht verstrahltes Wasser aus mehreren Abklingbecken für Brennstäbe. Es blieb nach Angaben des Betreibers aber innerhalb der Sicherheitshülle. Von den Unglücksreaktoren in Fukushima wurden keine neuen Schäden gemeldet, anders an Häusern in dem betroffenen Gebiet. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. In Syrien sind bei Protesten nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 22 Demonstranten getötet worden. In mehreren Städten waren die Menschen nach dem Freitagsgebet auf die Straße gegangen. In Daraa im Süden des Landes demonstrierten Tausende für politische Reformen. Augenzeugen berichten, Regierungseinheiten hätten auf die Menge gefeuert. Auf der italienischen Insel Lampedusa sind erneut zwei Flüchtlingsboote aus Nordafrika eingetroffen. Nach Angaben italienischer Medien transportierten sie mehr als 500 Menschen. Seit Ende Januar sind nun schon mehr als 20.000 Flüchtlinge über das Meer nach Lampedusa gekommen, die meisten von ihnen Tunesier. Das geplante Hilfspaket der Europäischen Union für Portugal wird rund 80 Milliarden Euro umfassen. Das hat Währungskommissar Rehn auf einer Konferenz der EU-Finanzminister in Ungarn angekündigt. Auf Portugal kommen nun harte Einschnitte zu. Ein Sparprogramm und Wirtschaftsreformen sind Bedingungen für die Hilfe. Bis Mitte Mai soll mit der geschäftsführenden Regierung in Lissabon und der Opposition ein parteiübergreifendes Abkommen erreicht werden. In der Fußball-Bundesliga trennten sich Frankfurt und Bremen am Abend 1:1. Werder war durch ein Eigentor von Altin Top in Führung gegangen. Kurz vor Schluss gelang Fenin der Ausgleich. Der Deutsche Fußballbund hat eine Strafe gegen den FC St. Pauli verhängt. Zum ersten Mal soll es in der Bundesliga ein Geisterspiel, eine Partie ohne Zuschauer geben.
Ein St. Pauli-Fan hatte beim Spiel gegen Schalke 04 einen vollen Bierbecher auf einen Linienrichter geworfen. Daraufhin hatte der Schiedsrichter die Begegnung abgebrochen. Nun soll das Nordderby gegen Werder Bremen am Ostersamstag vor leeren Rängen stattfinden. St. Pauli hat Widerspruch eingelegt. Der ganz große Name im deutschen Turnsport, der war nicht dabei. Fabian Hambüchen musste verletzungsbedingt bei der Heim-Europameisterschaft in Berlin von der Seite aus zugucken. Doch der EM-Titel, der ging trotzdem an einen Deutschen. Der Cottbusser Philipp Boy ist der neue Goldjunge im Mehrkampf. Und das ist gar nicht mal so überraschend.